Er hat seit 11.04.2015 kein Pflichtspiel für die Kampfmannschaft des SK Sturm Graz absolviert. An diesem Tag hat es sich ereignet, der Kreuzbandriss von Marko Stankovic. Er ist jetzt im Gespräch bei mir. Servus Marco. Servus Alex. Wir sitzen auf Platz 1. Da hat sich letzte Woche oder letztes Wochenende der Kreis geschlossen eigentlich. Du hast das erste Pflichtspiel absolviert für die Amateure. Wie hat es sich angefühlt, wieder in einem Pflichtspiel zu spielen? Ja, ich muss sagen, ich war vor dem Spiel sehr, sehr angespannt. Aufgrund dessen, weil es halt wieder ein Pflichtspiel war. Das hat richtig kribbelt. Und ja, es hat sich sehr gut angefühlt. Ich glaube, das Trainerteam war ganz zufrieden mit mir. Ja, jetzt ist einmal die Blockade im Kopf weg, dass man sagt, okay, Training ist das eine, Pflichtspiel das andere. Und ja, jetzt geht es wieder auf die nächste Stufe. Ist es noch so, dass man irgendwie überlegt im Training oder im Spiel, dass irgendwas passieren könnte? Dass was passieren könnte, definitiv nicht. Aber man hat natürlich ein anderes Gefühl zwischen gesunden Fuß und verletzten Fuß, aber im Spiel denkt man da gar nicht dran, also von dem her bin ich im Kopf komplett frei. In der 28. Runde der Vorsaison ist es passiert, eigentlich direkt vor mir, ich hab das Bild noch vor mir. Am nächsten Tag habe ich dich dann getroffen im Trainingszentrum und es war eigentlich der Marco, wie am Tag vor der Verletzung, gleich kämpferisch und gleich gut eingestellt. Hast du selbst dich da rausgezogen oder hat da irgendwer in den Allerwertesten getreten und gesagt, komm, weiter? Nein, also gar nicht. Also ich bin halt sowieso der Typ, der sich halt von Rückschlägen nicht unbedingt runterziehen lässt. Ich habe Gott sei Dank gesehen, dass ich bis jetzt, bis auf diese Verletzung, noch keine gehabt habe. Ich sage eher, dass ich sportlich das eine oder andere Mal vor einer Aufgabe gestellt wurde, die negativ war. Das habe ich alles super überwunden, dank natürlich meiner Familie, die halt aus dem Sport kommt und dadurch beste Erfahrungen hat. Und ja, man kann halt sagen, die ganze Zeit muss ich ein Riesenlob an vor allem meine Frau und meinen Sohn aussprechen, der meine Laune dann zu Hause schon ab und zu ertragen haben müssen. Aber ich muss sagen, vom Kämpferischen und so habe ich mich da, glaube ich, selbst sehr gut zurechtgefunden. Schlechte Laune zu Hause, was waren die ersten Gedanken, als du mit der Bahre abtransportiert worden bist? Was ist dir da vorgegangen im Kopf? Ja, wie gesagt, durch die Tatsache, dass ich noch nie vorher eine Verletzung gehabt habe, war ich natürlich sehr irritiert und sehr schockiert, weil ich habe dann bloß die eine Minute höllische Schmerzen gehabt und danach gar nichts mehr gespürt. Aber man hat jetzt, ich habe jetzt selber vernommen, dass da was Gröberes passiert ist, weil so ein Moment, ja, das spürt man einfach, das hat man einfach im Gefühl. Und ja, da war eigentlich eine riesige Leere in mir und ja, es war halt der kurze Moment danach. Der Doktor hat mir gleich in der Kabine gesagt, was Sache ist. Also es war nicht schwer, Diagnose zu stellen und danach, ja, war ich zwar die ersten, sagen wir mal, die ersten Stunden ein bisschen niedergeschlagen, aber meine Frau war gleich bei mir und ich muss ja sagen, der Naim Sharif ist dann gleich ins Krankenhaus gekommen, das muss ich ihm hoch anrechnen, das werde ich nie vergessen. Der hat sich da gleich um mich erkundigt, weil er selber in so einer Situation war und ja, da hat man sich gegenseitig geholfen. Gleich danach hat sich Benjamin Rosenberger leider im Training verletzt, die gleiche Verletzung, Kreuzbandriss. War das in der Kraftkammer so, dass man sich da immer gegenseitig motiviert hat, wenn einer mal einen schlechteren Tag gehabt hat, dass man gesagt hat, komm, weiter? Definitiv, also wir zwei waren da wirklich mit dem David Schnaderbeck, der Hüftopäck gehabt hat, wir waren da so eine Partie, die halt wirklich tagtäglich das Programm zusammen durchgezogen hat und man hat auch darüber gesprochen dann immer, was der eine hat, wie der andere eine gewisse Übung empfindet, auch wenn man einen Monat Zeit versetzt war jetzt vom Verletzungsgrad, aber man war da so eine Gruppe und man hat sich da ziemlich gut geholfen und ja, als Team haben wir da ganz gut funktioniert. Hacken wir die Verletzung ab, du bist wieder fit. Hast du aber die letzten Spiele auf der Tribüne verfolgen können, müssen, dürfen? Wie gefällt dir das Gesehene bis jetzt in dieser Saison? Ja, es ist natürlich schwer zu beurteilen. Wir alle hätten uns natürlich vor allem am Anfang der Saison gewünscht, dass wir den einen oder anderen Punkt mehr machen. Und das haben wir jetzt nicht geschafft. Wir haben ja da ein bisschen eine Weltall drin in den Ergebnissen. Aber ich sage jetzt, vom Ansatz, wie wir spielen wollen, ist das schon alles durchaus in Ordnung. Also ich sehe das nicht so kritisch, wie es meistens gesehen wird oder wie es meistens auch dann verfolgt wird. Ich sage, dass wir einfach in den Ergebnissen ein bisschen Konstanz reinkriegen müssen, damit wir ganz oben mitmischen können. Ja, auf dem wird jetzt der Fokus halt natürlich in der kürzeren Zukunft jetzt liegen. Am Samstag der Sieg gegen die SV Ried zu Hause. Man hat den Anschluss finden können an die Spitze, weil die Runde für uns sehr gut gelaufen ist. Was glaubst du, wird in dieser Saison noch möglich sein, wenn man diese Schwankungen, wie du gesagt hast, endlich wegbringt? Wie gesagt, ich behaupte, dass es grundsätzlich wirklich definitiv nur an uns selbst liegt, wo wir enden werden zum Schluss. Es ist anhand unserer Ergebnisse möglich, dass wir 6. oder 7. werden. Es ist aber möglich, dass wir durchaus auf dem 2. oder 3. Platz landen. So ist es auch wieder nicht. Also ich sage mir wirklich, man muss schauen, dass man
dass man wirklich Konstanz reinkriegt, dass man nicht zu einfach, wenn man die Möglichkeit hat, ganz oben hinzuschnuppern, dass man die auch wahrnimmt. Und das haben wir in letzter Zeit halt leider nicht geschafft. Aber wie gesagt, die Saison ist jetzt noch nicht so alt, dass man das nicht in den Griff kriegen kann. Nach der Länderspielpause das Spiel in Salzburg gegen Red Bull Salzburg. Auch die Bullen sind nicht so konstant in dieser Saison wie auch andere Mannschaften. Rapid, sehr gute Leistungen in der Europa League, aber auch in der Liga hakt es ein wenig. Was ist in Salzburg möglich? In Salzburg ist viel möglich. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr habe ich meine ersten beiden Tore für Sturm in Salzburg gemacht, die wir gewonnen haben. Also sie sind durchaus verwundbar. Man muss halt wissen, woran wir ansetzen müssen. Das trainieren wir eh bereits im Training, weil wir halt wissen, dass Salzburg ein sehr gutes Kombinationsspiel hat, sehr gut durch die Mitte ist, eine gute Dynamik hat. Und da müssen wir halt dagegen wirken. Und vor allem, wir müssen auch authentisch bleiben und unsere eigenen Stärken auch durchziehen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Kommt das Spiel für dich in Salzburg noch zu früh oder wann werden wir dich wieder sehen im Trikot der Kampfmannschaft? Ja, bei mir kitzelt es halt schon so richtig, muss man sagen. Also ich bin wirklich voll motiviert und ja, ich werde jetzt in der Länderspielpause jetzt noch das Spiel machen und dann danach schauen wir mal, wie der Trainer das Ganze sieht. Sieht er mich jetzt schon gegen Salzburg eine Option oder danach? Das werden wir sehen, aber mein Ziel ist unbedingt, dass ich im Herbst jetzt noch nicht nur in der letzten Runde jetzt zum Beispiel noch zum Einsatz komme, sondern dass ich richtig der Mannschaft helfen kann. Morgen steht das Testspiel gegen den NK Zavruc um 15 Uhr im Trainingszentrum Messendorf am Programm, wo wir Marko Stanković vielleicht schon bewundern können, live zu sehen auf SK Sturm TV mit Kommentator Klaus Kreuer. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder einschalten. Dankeschön fürs Zusehen.